Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Pauli Bridge. Ja, das ist die eine Brücke, wo ich eigentlich weitermachen wollte. Oder fertig machen wollte. Aber wie ihr seht, ich habe es noch nicht geschafft. Ich komme hier einfach nicht weiter. Ich weiß nicht, wie ich die verdammte Brücke fertig kriege. Ich probiere jetzt nochmal hier irgendwie einen Versuch. Ich habe auch, ich weiß nicht, ich habe schon für mich, glaube ich, alles ausprobiert. Ich habe hier damit schon gearbeitet. Warte mal, das ist dann sowieso falsch. Da müsste ich dann hier einen Stahlträger hinsetzen. Hier einen Stahlträger hinsetzen. Da ein Kabel rein. Da ein Kabel rein. Die Federung kommt hier rein. Dann müssen wir das Ganze noch mal ein bisschen stützen. Machen wir es mal so ein bisschen anders, wie ich das sonst gemacht hatte. Aber ich werde sagen, das wird sowieso nicht klappen. Also an der Brücke, da beiße ich mir ganz schön viel zur Zeit aus. Warte mal, kann ich noch mal ein bisschen anders machen. So. Dann setzen wir hier den Träger hin. Ach, der ist noch schief. Das auch noch. Dann nehmen wir hier ein Kabel rein. Dann kommt jetzt hier die Federung rein. Und ja, dann hier alles mit Kabel verbinden. Aber das klappt nicht. Das klappt einfach nicht. Warte mal, wenn ich das ein bisschen anders mache, wenn ich da noch Holz reinhaue, weil das habe ich noch nicht gemacht. Federung, ach, Holz war 2. Muss ja noch oben sein. Holz, Holz, Holz. Und Federung. Dann nehmen wir jetzt ein Kabel. Normal müsste es das immer so. Normal müsste es immer so gerade runtergehen. Weil er zieht ja die Kraft nicht so. Was ist denn das hier? So schräg hoch. Machen wir was so. Hab ja noch ein bisschen Budget. So. Wusste ich doch, wusste ich doch. Ich habe keine Ahnung, wie ich diese Brücke machen soll, meistern kann. Kein Plan.
kein blassen Schimmer. Ich denke mal, ich warte erstmal mit denen hier, mit dieser Brücke. Ich werde die nächste Runde machen. Schauen, ob ich da vielleicht weiterkomme. Okay. Hä, warum kann da. Warum ist denn das Teil da? Na egal. Egal, egal. Also ich denke mal, das ist ziemlich groß. Dann müssen wir bestimmt so ein bisschen springen. 35.000, okay. Ich glaube, da kann man was anfangen. Jetzt habe ich gleich geschaut, wie spät es war, wo ich angefangen habe. Ob man den Berg mitbenutzen kann als Rampe? Das Peace-Zeichen. Ah, der hängt fest. Aber kann man mit benutzen. Okay, gut zu wissen. Warte mal, man kann noch hier Sachen kopieren. Wie ging das? Einrahmen? Ah, ja. Kopieren. Okay. Aber das war jetzt gerade nur nachkopieren, nicht kopieren. Es war ja nur ein. Habe ich auch schneiden gedrückt. Cut. Und das war ja gerade nur ein kleiner Test, ob das geht. Okay. Okay, okay. So. Cut. Nein, Mist. Ein bisschen steiler sein. Oder wir machen das hier weg. Jetzt müssen wir eine Straße rein. Holzweg, Straße. Straße. Okay. Dann schieben wir nochmal hier alles so ein bisschen zurecht. Das ist auch schön. Straff ist. Dann immer mal einen kleinen Stahlträger.
Okay. Aufgespießt. Anders machen. Probier jetzt einfach, dass er hier ein bisschen mehr Speed drauf quitscht. Und dann halt so richtig abhebt. So wie eine Rampe. Okay, der hebt schon mal richtig ab. Genau das, was ich vorhatte. Nur irgendwie hält das nicht richtig. Oh, oh, holy shit. Das war doch schon mal perfekt. Perfekt. Da machen wir mal wieder hier. Crit rein. Ach. Straßen, kein Holz. Okay, jetzt können wir ein bisschen Holz benutzen. Okay. Ich würde mal sagen, ich bräuchte hier eine Straße. Ich werde hier das Holz nochmal benutzen. Ach, hier haben wir mal Stahl rein. Und? Nee, das kann doch nicht wahr sein. Wenn wir hier, sagen wir, noch Geld haben, Stahl rein. Und da muss es einfach passen. Es muss passen. Es geht nicht anders. So, jetzt aber. Dann mache ich das noch mal ein bisschen anders. Ist das runtergefallen? So, oh, Straße. Oh, Stahl. Der soll ein bisschen die Geschwindigkeit abdämpfen. Oh, nee. Aber jetzt, komm. Okay. Straßen mehr. Jetzt so vielleicht? Nee. Der muss weiter runter. Ich glaube, der muss noch weiter runter.
Vielleicht muss ich ja den hier auch ein bisschen ändern. Nee. Also so schon mal nicht. So schon mal gar nicht. Obwohl, der wird langsamer. Nochmal. Wenn er langsamer wird, könnte ich ja hier die Straße noch hinbauen. Eine Rolle. Nee, ich glaube, das wird nichts. Machen wir mal ein bisschen spitzer. Was? Der lebt doch noch. Nochmal versuchen. Okay. Off. Sobald das Wasser berührt, ist er raus. Aber nochmal. Okay, sobald das Wasser. Ich denke mal, sobald er komplett unter Wasser ist. Ich sage dann Pucciano. Ich denke mal nicht, dass es hält, aber. Warte mal. Vielleicht so. Streift damit seinen Hintern an der Spitze vorbei. Pum. Und jetzt landet er. Nee. Hat es doch ganz anders geflogen. Mit der Spitze auf. Jetzt macht er bestimmt ein Salto. Das haben wir gleich. Wir machen erstmal hier alles ein bisschen teurer, wie es darf. Aber keine Straße mehr. Können wir die Schlösche machen? Thank you.
Okay. Ah, Mist. Ah, nee. Ich muss hier irgendwie weiter nach links rüber. Habe ich zumindest das Gefühl. Okay. Pass auf, jetzt haben wir es gleich. Okay, wir sind über dem Budget. Nicht viel, aber. Nein. Kein Geld mehr. Euer Claw. Also ich finde eigentlich bislang, das hier vorne muss wahrscheinlich so bleiben. Dann vielleicht noch ein bisschen billiger machen. Wie wir das mit Holz hier machen. Oder auch vielleicht nicht. Das nicht hin. 33, 3324. Wie teuer war es mit den Steinträger? Okay, spare ich ein bisschen Geld mit. Ach, falsche Knöpfe hier. So. Zap, 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 zap. Immer noch so weit weg. Oh, jetzt.
So. Zack, und da kommt drauf. Da landet eigentlich perfekt. Der landet perfekt für dich. Da bricht zwar durch, das ist klar. Okay, ich könnte vielleicht voll ein Stückchen höher setzen. Damit er wirklich mit allen Vieren aufsetzt. Oder von der Seite an sich mit allen Zweien. Und... ach, da war zu viel. Und dann vielleicht noch hier eine Straße reinknallen. Stahlträger reinhauen. Und das dahinter machen wir dann, wenn ich überhaupt so weit mal komme. Kommen werde. In meinem Leben. Ah, muss noch ein Stück runter. Ja, okay, das ist ein bisschen zu langsam vielleicht. So, wenn der Flug ist, muss ich auf 10% machen. Kann ich auch ranzoomen. Und... ach, der kommt immer noch damit auf. Stimmt schon im Flug. Ach nee, noch nicht. Normal. Dauert ja nicht mehr lang. Komm her. Ganz dicht dran zum Sa. Oh, kommen die Reifen auf. Schick, oder? Lecker. Yum, yum, yum. Vor allem das Wasser für eine geile. Was für eine geile Grafik das ist. Immer noch. Mit 10%. Aber da war doch 10%. Ach, Menno. Ja, jetzt. Dann will ich den noch ein bisschen runtersetzen. Also, setzen wir den schon mal hier ein bisschen runter. Da brauchen wir ja nicht hier. Da müssen wir dann so reinspringen. Soll er. Muss er. Der kann andere weiter. Muss. Muss. Ganz einfach. Er muss. Ja. Okay, 10%. Da kommt angeflogen. Und wir zoomen mit hinterher. Oh, das sieht auch gut aus. Aber der geht dann immer mit der Nase runter. Warum geht er mit der Nase runter? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Holz. Ein Holzkopf. Okay. Ist auch schon mal besser.
Jetzt. Highlight. Komm runter. Ja. Da bricht er. Das muss stabilisiert werden. So, dann schauen wir mal, was wir hier so stabilisieren können. Mit Stahl. Alle Punkte befestigt. Alle Punkte befestigt. Er kommt angefliegt. Superman. Supermonster Truck. Wo bricht er? Wo bricht er? Wo bricht er? Da darf er brechen. Da ist er gebrochen. Das war so stabil jetzt, dass ich. Ach Mensch. Wenn man was brechen soll, dann bricht es nicht. Marmorstein, aber Eisen nicht. Eisen bricht. Nicht Eisen nicht. Nur meine eine Straße nicht. Bricht wieder nicht. Spring ins Ziel! Spring, du Luder! Nein! Okay. Also. Ich mache jetzt mal hier Holz rein. Auf der Hoffnung, dass es bricht. So. Und wo ist er? Da, kommt da. Brich, brich und lande hier. Und fahr durch. Nein, der ist auch gebrochen. Und da landen wir mit der Nase. Nein. Der ist so früh gebrochen. 10%, kann ich lange warten. Oh, zu schnell. Jetzt aber, jetzt, come on. Gimme, gimme, gimme. Und bricht da. Ach, der ist auch mitgebrochen. Das darf nicht sein. Wenn der bricht, dann bricht auch alles. Ah, Menno. Der ist gebrochen. So. Oh, 10% wieder. Jetzt, come on. Bitte. Nein, das ist wieder gebrochen. Oh, ist klar, wenn der da bricht, dann bricht alles. Machen wir mal hier jetzt das Stahl rein und da auch
Holz. Auf der Hoffnung, dass es jetzt so hält. Nein, schon wieder. Warte, der wollte weiterfahren. Ne. Wollte anscheinend doch nicht. So. Bitte jetzt. Der ist gebrochen. Der lebt noch. Fahr. Nein. Hä? Aber gibt es aber eine bestimmte Uhrzeit, wie lange er braucht? Nee. Uhrzeit gibt es da nichts. Das wüsste ich. Aber warum kommt der nicht durch? Wenn ich steil mache, ne, kommt da so weit. Also warum? Stellt er sich so an, wenn ich da Holz reinknall? Ach Menno. Ich krieg Kopfschmerzen. Nochmal versuchen. Vielleicht so. Ah! Habt ihr das gesehen? Ich bin entzückt. Ich glaube, wir haben es gleich. Der kriegt zu wenig Fahrt drauf. Muss hier nochmal eine Straße reinknallen. Schade eigentlich. Ich dachte, das würde reichen. Na, jetzt springt er hoch, aber nicht weit. Nein! Der ist rübergefahren! Habt ihr das gesehen? Das kann doch nicht sein. Der ist rübergefahren. Oh! Was war das gerade? Mein lieber Scholli. So. Bitte. Ich wurde aufgespießt. Okay, ich nicht. Aber der Monster Truck. Okay, nee. Das war jetzt mit den Aufspießen wieder wahrscheinlich. Jetzt wurde mein Arsch aufgespießt. mein Hintern, sorry. Nein. Das war doch.
Warum wird er langsam? Warum ist er schon vorher kaputt? Der ist doch noch gar nicht im Wasser. Guck mal, der ist noch nicht im Wasser. Dann sagt das Spiel schon von wegen, hier, tot. Ich hab's geschafft. Über Budget, das werden wir ganz schnell jetzt noch ändern. Ich denke mal, den brauchen wir nicht. Ha! Ich hab's geschafft unterm Budget, die nächste Runde. Schauen wir uns nochmal schnell die nächste Runde an und ich werde mal sagen, dann machen wir einen kleinen Cut für heute. Okay, A nach... Okay, gut. Und B nach... Ja gut, das ist dahin bauen, runterfallen lassen, fertig. Bei denen ist es... Auf jeden Fall Tür, dass er nach da rollt. Okay. Gut, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.